guten Morgen. Es wird langsam dünn im Regal. Wir haben ganz viele Pflanzen schon nach draußen gesetzt, ins Gemüsebeet oder den Basilikum. Den gab es gestern als Geburtstagsgeschenk für jemanden. Und hier sind eigentlich nur noch Kräuter zu sehen und ein paar einzelne andere Pflanzen, die ich jetzt aber auch langsam draußen, entweder in dem Blumenkübel oder dem Blumenkasten, in dem sie drin sind, auf die Terrasse stellen werde. Draußen im Garten werden wir gleich das Gemüsebeet sehen. Da werde ich heute ein bisschen drin rumzupfen. Und hier hinten diese große Pflanze, das ist noch eine Tomate, die werden wir nach draußen setzen. Hier draußen sehen wir jetzt die Pflanzen, die ich vor ein paar Tagen umgetopft habe, die Zucchinis. Die hängen so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie das ganz verkraftet haben. Ich hoffe, die kommen jetzt noch. Habe ich gerade eben noch mal gewässert. Und dann habe ich die Karotten gerade rausgeklärt. Das ist hier rechts der Topf. Sowie da hinten noch den Rosenkohl und den Mangold. Die würde ich jetzt auch mal hier draußen so ein bisschen platzieren, dass sie ein bisschen sich an das Äußere gewöhnen, weil die ja auch noch ins Gemüsebeet sollen. Dann sehen wir hier sehr schön die große Zucchini, die immer größer wird. Und die erste Frucht, die da kommt, die Pflanze hier in der Mitte, schätze ich mal. Da hoffe ich, dass die Blüte bald aufgeht, dass sie bestäubt wird. Und ich sehe gerade, hier links ist ja auch eine. Sehr schön, wunderbar. Und die hier vorne könnte auch eine Frucht werden. Heißt doch schon mal, wir haben hier drei Früchte dran. Das wäre ja großartig. Was ist das, was hier rumliegt? Ist wahrscheinlich nur eine Blüte, die abgefallen ist. Ja, genau. Okay. Dann haben wir hier als Nahaufnahme mal einen der Kopfsalat. Da sieht man schön, dass hier in der Mitte die nächsten Blätter hier unten alle wachsen. Also da werden ganz viele Schichten von Blättern wachsen hier auch nebenan bei dem, die dann später zu einem Kopfsalat werden. Sehr schön. Auf der anderen Seite bei den Kopfsalaten wachsen bis auf einen auch alle richtig gut. Hier, der hat es irgendwie nicht so ganz geschafft. Aber ist alles noch sehr fest. Ich schätze mal, die nächste Generation an Blättern, die hier kommen wird, die wird den Salat dann auch wieder schön machen. Und da muss ich aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Viech rumkrabbelt, was mir alles anknabbert, weil ein Blatt auch schon wieder angefressen ist. Aber ich habe bis jetzt noch keine Schnecke entdeckt. So, dann haben wir hier drüben noch weitere Zucchinis. Die muss halt noch ein bisschen wachsen. Da kommen in der Mitte ganz viele Knospen. Und die da drüben, die lässt auch so ein bisschen alles hängen. Nein, nicht alles. Aber ich glaube, die kommt jetzt auch demnächst. Und die Tomaten, die gefallen mir immer noch nicht. Also da habe ich zwar auch keine Erfahrungswerte, wie die aussehen sollen, aber die sehen irgendwie, die Blätter werden so ein bisschen grau-braun zum Teil, aber die Pflanze ist immer noch gut fest. Genau. Jetzt habe ich ja hier noch zwei Plätze für Tomaten. Eine Tomate kann ich schon mal raussetzen und ich könnte sogar noch in den Spalt hier dazwischen vor die Blumen was setzen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das heute auch noch mache. Die mitten im Gemüsebeet und wollte eben die Tomatenpflanzen, das obere Drittel, wieder ein bisschen festkoddeln. Und dabei habe ich Folgendes entdeckt. Hier wachsen die ersten Tomaten bei uns im Garten. Diese kleinen erbsengroßen Dinger. Saustark. So, jetzt wird die nächste Tomate umgetopft. Dazu brauchen wir wieder Hornspäne, Pflanzenerde. Da hinten habe ich schon ein Loch gebuddelt, was so ca. 20-25 cm tief ist und genauso breit ungefähr. Und hier hinten im Schatten steht sie noch, die große Tomatenpflanze. Die werde ich jetzt hier rausholen und in das Loch setzen, das ich vorher noch mit Hornspänen befülle und mir nebendran ein bisschen Pflanzenerde zum Bearbeiten hinlege. So, die Pflanze ist jetzt drinne, Hornspäne, Pflanzenerde und ein Stab. An mehreren Stellen habe ich sie mit einer Kordel befestigt. Hoffen wir mal, dass sie jetzt gut hier anwächst.